Damit das Ganze ein Szenario werden kann, was mit dem Film, und zwar auch mit einem Spielfilm, zugleich so verbunden werden kann, als ob das einfach ein sehr aufwendiger Set wäre, eine Spielszene, die wir vollständig inszeniert hätten, war es natürlich nötig, dass in der Kunsthalle auch eine Kunstausstellung läuft. Insofern hat unsere Artdirektorin Susanne Weyrich eine Medienkunstausstellung, wieder mit gewissen Verbindungen zur technofeministischen Medienkunst, aber auch überhaupt generell interessante medienkünstlerische Positionen, zum Beispiel auch von Viktor Alempjew, in einer Ausstellung kuratiert. Es gab diese trommelnden Hände, diese Kinderhände in der Kunsthalle, wo die ganzen Verletzten lagen. Das ist zum Beispiel ein Videokunstwerk von Viktor Alempjew, wo Kinder ein Sommergewitter herbeitrommeln. Zumindest wird das in dem Video sehr eindringlich behauptet. Das passte thematisch sehr gut zu der Idee des Films. Deshalb habe ich es für diese Szene in diese Ausstellung hinein kuratiert. Also ich habe eine Ausstellung zusammengestellt, die in dieser Filmszene funktionieren musste, und zwar so, dass noch ein Krankenwagen auf einer Rampe hineinfahren konnte in die Ausstellung und dass das von verschiedenen Kamerapositionen aus gut aussah. Es war also nicht im klassischen Sinne eine kuratierte Ausstellung, die sah als Ausstellung ohne die ganzen Kranken und Verletzten und die Feuerwehrleute sah es sehr karg aus, aber es musste eben auf diese einzelnen Kamerapositionen zutreffen. Die haben wir, was relativ aufwendig war, quasi in der Mischung aus Ausstellung oder Filmset in der Kunsthalle Göppingen aufgebaut. Und dann waren wir bereit für den ersten Probelauf. Und du krabbelst sozusagen rum, ein Stück in die Richtung, krabbelst dann da vor den Videos hier und setzt die Linie. Okay, da vorne rein. Ja. Ja. Okay. Wirst du gerade hier gebaut? Ja, ich glaube. Okay. Kommt drauf an, wie wir. Ich will nicht verschweigen, dass die Organisation dieses Vorgangs, also ich glaube von hinten her kann man sagen, es ist gut gegangen, aber in dem Moment, in dem wir uns mit dem Interesse, innovativ Film zu machen und überhaupt auch innovativ mit Möglichkeiten zu erschließen, diese Geschichte erzählen zu können, die so aufwendig ist, da haben wir uns natürlich auch organisatorisch wirklich extremen Situationen ausgesetzt. Ja, weil es sehr schwer ist, die möglichen Entwicklungen vorherzusehen und weil natürlich andauernd sehr viele Leute zu den Mitgliedern des Teams kamen und sagen, was passiert als nächstes, was passiert als nächstes. Die Lösung war hier, auf die Eigenlogik der Prozesse zu vertrauen. Also ich habe dann, wenn zum Beispiel die Frage aufkam, wie werden wir jetzt hier verpflegt werden, dann war die Antwort einfach, wie verpflegt das Deutsche Rote Kreuz 200 Verletzte, die in einer Turnhalle untergebracht werden. Und dann war das auch möglich, dass ein Verpflegungszug kam und es dann irgendwann schwäbische Spätzle mit Linsen gab. Kunst und Katastrophen. Großschaden vereinigen. Ja. Es war natürlich auch eine sehr schöne Zusammenarbeit. Dasselbe haben wir auch gemacht für die Operationen, die man unternimmt, wenn es eben gilt, Verletzte irgendwo hinzubringen, erst zu versorgen, bestimmte Stationen einzurichten und so weiter. In dem Moment, in dem das Deutsche Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk, was draußen Licht aufgebaut hat und so weiter, und die Feuerwehr, die irgendwann mit ihrem Kran kam, in dem Moment, in dem all diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach ihrer eigenen Logik gearbeitet haben, war ein Samstag als Gesamtdurchlauf kein Problem. Jetzt hatten alle Beteiligten gesehen, was passieren wird. Viele Situationen waren schon dokumentarisch mitgedreht. Zugleich kannte man die Situationen, in denen es jetzt möglich war, zum Beispiel eine Spielszene einzubetten, so wie ich das schon bei der Lecture zur Potenzialen der Dokufiktion gezeigt habe, eine Spielszene mit Inga Busch. Aber es gab jetzt eben auch andere Szenen, den Gang von Nikita Neufeld zwischen einer Kunstausstellung, in der sie eben auch Arbeiten von sich selber sieht, sodass dieses ganze Szenario, das sich mit Katastrophismus befasst, zugleich auch so etwas wie ein psychischer Innenraum der Künstlerin Nikita Neufeld sein kann. Achtung, liebe Kinder, Nikita Neufeld ist in der Halle. Sie weiß nicht, wo sie ist und muss es selbst herausfinden. Dieses Szenario war anstrengend. Es hat aber auch sehr viel Spaß gemacht, weil
ein Teil der Innovation eben auch darin bestand, zu überlegen, wie kann man im künstlerischen Sinn all dieses herrliche Equipment zweckentfremden. Das hat allen Beteiligten Spaß gemacht und ich glaube, das ist sehr legitim, dass man sich klar wird, dass diese Arbeit in diesen Vereinen und diese Katastrophenhilfe, dass das zugleich auch narrative Vorgänge sind, dass man da auch immer bestimmte Erzählungen von Sicherheit und Beherrschbarkeit und der Leistungskraft von Equipment am Laufen hält. Wir haben also gesehen, es gibt Kunstnebel, es gibt einen 37 Meter Kran, es gibt diese blauen Laster, es gibt 60 kW Licht. Und irgendwann war dann klar, wir können eine große Szene drehen mit einer großen Kamerafahrt und können wirklich eine Art Massenpanik abbilden. Das haben wir dann auch am zweiten Tag machen können. Und im Grunde, also jetzt partizipatorisch mit allen Beteiligten gearbeitet, wie man arbeiten würde mit den entsprechenden Sektionen einer Spielfilmfraktion. 262 Filme, die erste. Ja, David, das ist Gott, David. Kann der Instrument anmelden? Auto! Auto, Abo! Wo? Hinzu kam, dass die jugendlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes natürlich ausgebildet werden im Schminken und vor allem im Schminken von Wunden, Verletzungen und so weiter, weil man sich ja übend an den Ernstfall heranarbeiten möchte. Das Projekt hier hat auch den Nebentitel Fantastischer Alltag, Einbruch des Fantastischen in den Alltag. Das heißt, die Welt ist nicht mehr so, wie sie vorher war. Sie kann alle möglichen Ausformungen haben. Und das hängt von Ihnen ganz alleine ab, welche sie tatsächlich hat. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie sich untereinander darüber unterhalten und animieren und sich selber auch Sachen ausdenken, die passieren könnten und wieso Sie eigentlich heute hier sind. Denn ab dem Verlassen dieser Tür beginnt das echte Katastrophenszenario. Es ist sozusagen ein Rollenspiel. Sie sind in der Rolle derjenigen, die Hilfe suchen, wenden sich hier an Leute, die Ihnen vielleicht weiterhelfen oder vielleicht auch nicht weiterhelfen und landen früher oder später in der Kunsthalle, weil es da wenigstens warm ist. Machen wir noch ein bisschen improvisieren dazu. So. Genau. Oh Gott. Ich kann ja auch Sabber raustragen. Ja, und da kann man jetzt richtig schön, das ist jetzt so richtig einmal sauig. Und dann kommt da ordentlich Blut drauf und dann ist gut. Ja, von Fee kriegst du jetzt noch Schweiß. Und. Das war eine wunderbare Gelegenheit, weil es wurde aufwendig geschminkt und fantasievoll. Und so hatten wir also auch eine, ja, mit der richtigen Ironie, weil es ist natürlich nicht die letzte Hollywood-Schminke, aber mit der richtigen Ironie, die dem Katastrophismus ja durchaus zuteil werden sollte, hatten wir ein interessantes, lebendiges und reichhaltiges Spielfilmbild inklusive diesen Verletzten. Aus dieser Begegnung von Katastrophenschutz, sagen wir mal, und von Noteinsatz, Rettungshilfen und künstlerischem Film in einem Kunstkontext ist eine weitere Zusammenarbeit entstanden. Also der Kontakt ist auch bis jetzt nicht abgerissen. Und ich freue mich, dass Raimund Matusic, der damals einer der ersten war, die bei dieser anfänglichen Geschichten-Erzählsituation dabei war, jetzt das erste Rotkreuzmuseum in Geislingen eröffnet hat. Und dass in diesem Rotkreuzmuseum auch die Jugendarbeit, die zugleich auch eine künstlerisch-filmische mediale Arbeit sein kann, ausgestellt wird.